Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Neuanfangbox von Clouseau. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Neuanfang von Clouseau, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Das Ganze ist noch original verschweißt. Wir haben hier die Info aufgedruckt, hier auf diesem Sticker, was sich alles in der Box befindet. Und zwar lesen wir hier: Deluxe Doppel-CD, Neuanfang und Bonus-Tracks. Instrumental-CD, Neuanfang. T-Shirt Größe L, Notizbuch, Bleistift, Poster, Postkarte, Sticker. Limited Edition. So, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal die Folie entfernen. Am besten hier. Somit ist der Sticker weg. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier auf dem Boxcover ein verwischtes Bild. Und zwar haben wir hier die Farben Lila, Rot und Gelb. Oder ja, Pink und Gelb. Und das Ganze ist hier so entsprechend verwischt, sieht ein bisschen so aus wie abstrakte Kunst. Ansonsten hier die Box in weiß gehalten, in einem Boxformat, in einer Boxgestaltung, die ich so auch noch nie gesehen habe. Also wir haben hier das Ganze nicht in der Mitte, also das Ganze ist hier nicht gehälftet, sondern ja, mehr oder weniger ein Drittel und zwei Drittel aufgeteilt. Spannend, habe ich so echt noch nie gesehen. Hier lesen wir einmal den Namen des Künstlers, dann rechts den Albumtitel. Oben wieder den Namen des Künstlers und links den Albumtitel. Auf der Rückseite, auf der Unterseite, haben wir dann nochmal die Infos, was sich alles in der Box befindet. Dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. So sieht das aus. Und dann haben wir hier scheinbar eine Box, die in mehreren Etagen aufgebaut ist. Also wir haben hier einmal das Album, das neue Album Neuanfang. Dann haben wir hier, okay, das ist einfach nur ein Kartoneinleger. Das kann man hier dann rausnehmen. Dann kommen wir zur nächsten Ebene und zwar haben wir hier ein Poster. Dann haben wir hier Postkarten, Sticker, dann so ein Albumhülle, also ein Bonus-CD, okay. Ein T-Shirt. Das dürfte dann das Notizbuch sein. Und ein Bleistift. So, mehr ist hier jetzt nicht drin, nein. Wir sehen auch schon, der Bleistift hat sich hier im Inneren der Box verewigt. Dann packen wir das Ganze mal wieder zurück. Und machen die Box auch wieder zu. Ist die Frage, ja, ich glaube, das war oben. So. Gut. In Folie ist hier nur das Album und das Shirt. Dementsprechend werden wir das noch aus der Folie holen. Also einmal das Shirt. Wo geht das auf? Jawohl, hier. Und dann kommen wir zum Album. So, bevor wir hier die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Hier lesen wir: Neuanfang, Clouseau, das neue Album, Limited Deluxe Edition, inklusive 9 Bonus-Tracks. Sehr schön. So, wo haben wir es? Ja, am besten eigentlich hier bei der Schweißnaht. Gut. So, also wir haben hier das Cover in etwas abgewandelter Form, also den rechten Teil mehr oder weniger, den kennen wir schon vom Boxdesign. Allerdings ist dann hier, man sieht es hier so ein bisschen durchscheinen, Clouseau so halb verdeckt und halb sichtbar. Das Ganze kommt in so einem Digipack und ist sehr speziell, denn, ja, ich denke es mir gerade, es ist ein Plastikschuber drüber und dieser Plastikschuber, der hat hier dieses Bild, diese verwischten Farben hier drauf gedruckt und das reguläre Cover dann sieht so aus. Also hier haben wir dann Clouseau komplett sichtbar. Es ist das siebte Album
von Clouseau. Neuanfang lesen wir auch hier wieder. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 10 Stück an der Zahl und wir haben auf CD2 dann die Instrumentals. Nein, wir haben hier die Remix-Varianten. Okay, gut, dazu kommen wir dann noch im Detail. Wir haben Features mit dabei von Kat Frankie oder Cat Frankie, muss ich ehrlich sagen, sagt mir nichts, und Sarah Hartmann. Und dann haben wir hier wieder Beteiligte plus Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. So sieht das von innen aus. Wir haben hier einmal auf der linken Seite das Booklet. Auch hier wieder ein abstraktes Kunstwerk und hier die Rückseite von Clouseau. So, okay, also dieses Artwork zieht sich scheinbar jetzt hier so komplett durch. Also überall so verwischte Farben und dann die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Clouseau. Wir haben hier einmal den ersten Track, in diesem Fall Neuanfang. Das geht dann hier weiter. Also bedeutet, jeder Titel hier Wort für Wort abgedruckt. Das Ganze dann hier noch mit Fotografien unterlegt. Und dann lesen wir hier noch im Detail, wer hier den Text und wer die Musik beigesteuert hat. So, okay. Also, sowohl Text als auch Fotos hier mit dabei. Zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album Neuanfang. So sieht es aus. Dann kommen wir zu CD Nummer 1. Wenn ich es rausbekomme. So. Also wir haben hier die Album-CD. Die sieht so aus. In Weiß und in Silber gehalten. Das Ganze spiegelt dann hier. Zumindest die eine Hälfte. Dann haben wir die zweite CD. Und das sind die Bonus-Tracks. Neuanfang, Clouseau, Bonus-Tracks lesen wir hier. Und das sind, wie gesagt, einige. Also wir haben hier 9 Bonus-Tracks. Und wir lesen hier, das sind, einerseits haben wir hier 2 Demo-Varianten. Dann haben wir eine Akustik-Version, eine Handgepäck-Version und 1, 2, 3, 4, 5 Remix-Varianten. Okay, spannende Aufteilung. Wir machen den Plastikschuber wieder dran, wenn es geht. Wenn ich ihn jetzt schnell drüber bekomme. Dann haben wir noch eine weitere CD. Die sieht so aus. Hier ist eine Hand mit türkisen Verwischungen. Und das sind die Instrumentals zum Album. Also die 10 Tracks des Albums haben wir hier dann noch einmal in der Instrumentalvariante. Kommen hier in einer Papphülle. So sieht dann die CD aus. Jawohl. So, dann haben wir mit dabei eine Postkarte, hier im Hochformat, auch hier wieder mit Farbverwischung drauf. So sieht das von hinten aus, also ganz reguläre Postkarte, kann man auch verschicken. Ein Sticker ist mit dabei, ein Schriftzug hier in diesem Fall, Clouseau Sticker in Weiß und Schwarz, rechteckig. Ein Poster ist mit dabei. Und zwar haben wir hier ein Poster, das dürfte wohl A3 sein, ungefähr. Einmal hier Clouseau mit verwischtem Gesicht. Auch hier wieder diese Farben natürlich. Und auch auf der Rückseite das Ganze dann im Hochformat. Somit haben wir das Poster beidseitig bedruckt. Einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann haben wir ein Notizbuch. Okay, ich habe es eh richtig rum. Also, wir lesen hier, was soll ich tun, wenn ich so sehe? Okay, also jede Menge Zeilen. Dann Neuanfang Clouseau. Und hier sind dann jede Menge leerer Seiten. Bedeutet, hier kann man dann entsprechend seine Gedanken oder was auch immer eintragen. Natürlich auch zeichnen, ganz wie ihr das wollt. Auf der Rückseite haben wir noch einen Kalender, nachdem das Album ja aus dem Jahr 2016 ist meines Wissens, haben wir dann hier noch einen Kalender, in diesem Fall mit 2017, also für das Folgejahr. Dann haben wir hier auch noch einen Stoff mit dabei, also ein Lesezeichen, dieses Stoffbändchen hier. Auf der Rückseite schwarze Farbverwischungen und passend zu diesem Notizbuch haben wir dann auch mit dabei einen Stift, in diesem Fall einen Bleistift.
Es ist nicht zu spät, herzlich willkommen. Neuanfang lesen wir hier. Der ist ganz schlicht gehalten in weiß und schwarz, weißer Radiergummi. Und das Holz des Bleistifts scheint hier auch in schwarz zu sein. Okay. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und auch hier wieder haben wir diese verwischten Farben, in diesem Fall in weiß und schwarz. Das Shirt ansonsten in weiß gehalten. Auf der Rückseite haben wir noch einen Neckprint. Hier lesen wir Neuanfang Clouseau. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Meines Wissens war das Shirt eine Einheitsgröße, also wirklich bei allen Boxen nur Größe L verfügbar. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dann haben wir das Notizbuch inklusive Jahreskalender, dann der zugehörige Bleistift, das Poster, beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Der rechteckige Clouseau-Sticker, die Postkarte, die Instrumentals zum Album in der Papphülle, 10 Stück. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit Bonus-CD, 10 Tracks auf dem regulären Album plus 9 Bonus-Tracks. Also 19 Tracks plus dann auch noch 10 Instrumentals. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Neuanfang von Clouseau. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Clouseau unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.